Sehr verehrte Frau Präsidentin, sehr verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen, lassen Sie mich bitte eines vorausschicken. Es ist vollkommen unstreitig, dass die Pressefreiheit elementar ist, dass sie ein zentrales Grundrecht ist. Und ich glaube, gerade auch im Lichte der deutschen Geschichte und des Umstandes, dass im letzten Jahrhundert in zwei schrecklichen Diktaturen die Presse und die Meinungsfreiheit unterminiert wurden und damit auch die perfide Diktatur jeweils auch aufrechterhalten wurde, ist es umso wichtiger, dass wir uns nachdrücklich für die Pressefreiheit einsetzen und sie schützen. Und ich möchte an dieser Stelle auch das Bundesverfassungsgericht zitieren, das vor 50 Jahren schon festgehalten hat, dass die Pressefreiheit, ich zitiere, schlechthin konstitutiv ist für den demokratischen Rechtsstaat. Ende des Zitats. Und an diesem Befund, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, hat sich bis zum heutigen Tage nichts geändert. Aber, und jetzt kommen wir zum Thema, sehr verehrte Frau Kollegin Rösner, nicht jedes Gesetz, das den Titel Presseauskunftsgesetz trägt, würde die Presse wirklich stärken. Das Gegenteil ist der Fall. Der Gesetzentwurf, den Sie heute in erster Lesung vorlegen, wäre genau kontraproduktiv. Zur Vorgeschichte, und das lassen Sie mich bitte erläutern. Es gibt eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichtes aus dem Februar 2013, das mit einer bisherigen oder der bis dato geltenden Rechtspraxis aufgeräumt hat, die war, dass die Pressegesetze der Länder ausreichten, um einen Anspruch der Presse zu begründen, auch gegenüber den Bundesbehörden. Das war bis zu diesem Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes nicht nur die geübte Rechtspraxis, sondern auch die herrschende Meinung in der Rechtswissenschaft. Und meines Erachtens auch mit guten Gründen, weil es keines einfach gesetzlichen Anspruches bedarf, sondern weil es einen verfassungsunmittelbaren Anspruch gibt, für die Presse entsprechend Anspruch auch gegenüber den Bundesbehörden zu erheben, nach Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes. Und das Bundesverfassungsgericht hat dann im Juli 2015 dies sogar noch mal präzisiert, indem es deutlich gemacht hat, dass dieser verfassungsunmittelbare Anspruch, der sich also allein schon aus dem Grundgesetz ergibt, nicht nur ein Mindestmaß an Auskunft gewährleistet, sondern dass er voraussetzt und auch dies gewährleistet, dass der Anspruch sich auf das gleiche Niveau bezieht wie die Landesgesetze. Also der Anspruch gegenüber Bundesbehörden darf nicht hinter dem hinterherbleiben, was die Landesgesetze an Anspruch vermitteln. Und Sie haben ja erwähnt, dass die SPD in der letzten Legislaturperiode selbst einen Gesetzentwurf vorgelegt hat, der dann auch interessanterweise Gegenstand einer Anhörung war. Und anders als bei Anhörungen üblich, bei denen sich ja durchaus auch die Sachverständigen einmal widersprechen und auch wieder streiten, waren sich die Sachverständigen in dieser Anhörung vollkommen einig, dass dieser Gesetzentwurf verfassungswidrig ist, weil er schon allein den formellen Voraussetzungen nicht entspricht, weil es eben keine Gesetzgebungskompetenz des Bundes gibt. Der Gesetzentwurf, den Sie jetzt vorlegen, der ist nicht nur formell, sondern auch materiell verfassungswidrig, weil er hinter der Qualität und der Quantität zurückbleibt, der Ansprüche, die allein schon durch die Ländergesetze vermittelt werden. Es gibt eben im Gegensatz zu Ihrer Darstellung keine Gesetzgebungslücke. Abgesehen davon weist Ihr Gesetzentwurf auch erhebliche materiell-inhaltliche Schwächen auf. Nur mal ein Thema. Der Titel des Gesetzes ist Presseauskunftsgesetz. Sie sprechen dann aber im Gesetz von den Medien. Also allein schon, was die Terminologie anbelangt, offenbart sich hier ein Widerspruch. Und was des Weiteren noch anzumerken ist, dass der Auskunftsanspruch nicht nur zu ermittelnde, sondern auch zu beschaffende Informationen umfasst. Sie gehen also sogar über alle Informationsfreiheitsgesetze des Bundes und der Länder hinaus, indem Sie den Journalisten nicht nur den Anspruch gewähren, Auskunft zu erlangen, sondern auch einen Anspruch gegenüber den Behörden zu vermitteln, dass diese auch diese Informationen zu beschaffen haben. Also Sie machen die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes zu Erfüllungs-, ich möchte sogar sagen, zu Beschaffungsgehilfen der Journalisten. Dafür ist die öffentliche Hand wirklich nicht notwendig. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, es gibt hier keine Rechercheverpflichtung der öffentlichen Hand gegenüber Journalisten. Es gibt keine Pflicht zur Beschaffung von Informationen. Und vor dem Hintergrund ist Ihr Gesetzentwurf
vom Grund weg abzulehnen. Ich möchte auch nur einen Punkt noch ansprechen. Sie sprechen dann in Paragraph 1 Absatz 4 Ihres Gesetzentwurfs davon, dass der Grundsatz der Gleichbehandlung zu beachten ist. Das ist, sehr verehrte Frau Kollegin Rösner, eine Selbstverständlichkeit, dass die Verwaltung an den Grundsatz der Gleichbehandlung gebunden ist. Also viele Gründe sprechen gegen diesen Gesetzentwurf. Und ein Zitat von Charles Baron de Montesquieu findet hier ja häufigere Zitierung. Ich glaube, es findet auf keinen Gesetzentwurf so gut und so treffend Anwendung wie auf diesen Gesetzentwurf. Wenn es nicht notwendig ist, ein Gesetz zu machen, dann ist es notwendig, kein Gesetz zu machen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Stefan Mayer. Dann haben wir den Nächsten in der Debatte, Harald Petzold für Die Linke.